Mein Name ist Christian Hartwig und zusammen mit meinen Kollegen habe ich die Fahrwerke unserer neuen GSE-Modelle entwickelt. Dabei haben wir uns von unserer sportlichen Opel-Historie leiten lassen und sie modern und zeitgemäß weiterentwickelt. Die Modelle unserer neuen Submarke GSE sollen die optimale Balance aus Fahrkomfort und Fahrdynamik bieten, mit zukunftsorientierter Verantwortung. Das haben wir mit zahlreichen Eingriffen erreicht und die heben unsere Astra- und Grandland-Baureihen nochmal fahrdynamisch auf ein ganz anderes Niveau. Die wichtigsten Bausteine sind natürlich die Antriebe. Die Antriebe und die für diese Mehrleistung angepassten Fahrwerke. Beim Grandland GSE heißt das 300 PS Systemleistung in 6,1 Sekunden von 0 auf 100, Spitzenwert in seiner Klasse. Kombiniert mit seiner Sicherheit und Souveränität, die er durch sein elektrisches Allradsystem erhält. Beim Astra GSE sind das 225 PS Systemleistung und starke 360 Newtonmeter Drehmoment. Klar, man sieht ihn ihre Sportlichkeit schon von außen an. Den Astra erkennt man an seiner speziell gestalteten Frontpartie und an seinem niedrigeren Schwerpunkt. Wir haben ihn um 10 mm tiefer gelegt. Außerdem natürlich an seinen schicken 18 Zoll Felgen, die es nur beim GSE gibt. Genauso wie die einzigartigen 19 Zöller beim Grandland GSE. Er hat einen speziellen Heckdiffusor und wahlweise eine schwarze Motorhaube. Und innen sorgen die speziellen GSE Sportsitze für besten Seitenhalt und Komfort. Unsere neuen GSE Modelle machen jede Menge Spaß. In der Kurve sind sie präzise und spurtreu und dank der speziellen Federn und Dämpfer kann ich sowohl sehr dynamisch als auch jederzeit komfortabel fahren. Möglich machen das die FSD-Dämpfer. Die KONI-Technologie steht für Frequency Selective Damping. Der Trick bei den FSD-Dämpfern ist, dass wir ein grundsätzlich sehr sportlich abgestimmtes Fahrwerk haben. Also harte Federn und sportliche Stoßdämpfer. Die FSD-Technologie ermöglicht mir jetzt, dass ich auf unebener Fahrbahn, also bei hohen Frequenzen und Anregungen im Fahrwerk, die Dämpfkraft reduziere und somit gleichzeitig ein komfortables Fahren ermögliche. Noch nie war Fahrspaß gleichzeitig so vernünftig.